Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich freue mich, euch einen weiteren spannenden Pokémon-Sammelkartenspiel-Online-Part zu präsentieren. Der letzte ist zwar schon eine relativ längere Weile her, aber ich habe ja schon mal erläutert, dass mein Kartenpool ziemlich begrenzt ist, deswegen dauert es immer ein ganz kleines bisschen länger, bis ich ein neues und vor allen Dingen gut spielbares Deck zusammengestellt habe. Deswegen an dieser Stelle möchte ich erstmal ein paar Danksagungen aussprechen an Leute, die mir entweder Booster-Codes zugeschickt haben oder ganze Karten. Insofern, ohne diese Person würde dieses Deck gar nicht existieren. Deswegen vielen herzlichen Dank an Octopower, Jan Holtuis, Valentin94, Kevin New Cosplayer und Itza Prefix. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Allen voran Octopower, der mir einfach diese Shamans gegeben hat. Endlich kann ich Shamans in meinem Deck spielen. Das freut mich ungemein, weil es einfach eine unendlich wichtige Karte ist in 90% aller Decks im momentanen Meta. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank. So, schauen wir uns mal an, was wir heute spielen. Ich habe mir ein Mega-Ordoch, beziehungsweise Ordoch EX und dann halt Mega-Ordoch-Deck zusammengestellt. Liegt hauptsächlich daran, für Leute, die die Weltmeisterschaften verfolgt haben, also von Pokémon-Sammelkartenspiel offline, mehr oder weniger. Da ist der Weltmeister tatsächlich mit einem Ordoch-EX-Deck durchgestartet. War zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mehr Meta als momentan. Es war eben sowas wie Nightmarch, wie heißt es auf Deutsch? Auf jeden Fall kleinere, schwächere Pokémon waren da mehr oder weniger das Meta. Also auf der Bank hat man da irgendwelche Sachen, die nur 50 KP haben. Deswegen ist hier das Mega-Ordoch ziemlich stark, weil nachdem man eine Unterstützungskarte gespielt hat, macht man nicht nur 110 Schaden an das aktive Pokémon, sondern kann auch nur 50 extra Schaden an ein Pokémon auf der Bank anrichten, was einfach super, super gut ist, um gegen Nightmarch und ähnliche Decks anzukommen, gegen Quajutsu und Co. Aber trotzdem habe ich mal geguckt, dass man das an das neue Standardformat anpasst. Es ist auf jeden Fall angenehm, mal eine Deckliste so zu kopieren, damit man sieht, wie diese Profis, sage ich mal, denken und wie sie ihre Decks zusammenstellen und die maximale Konsistenz da reinbringen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz angenehm, auch für mich, um ein besserer Spieler zu sein. Wir können auch mal durchgehen, was sich alles in diesem Deck befindet. Einmal hier ganz klar Ordoch EX und Mega Ordoch. Das ist quasi der Hauptdamage-Stealer bzw. das Thema dieses Teams. Wirklich gutes Pokémon, kann man ziemlich schnell Setup mit Doppel-Farblos-Energien braucht man halt leider drei Stück. Das heißt, man braucht entweder zwei Züge, um es wirklich kampffähig zu haben, oder man kann natürlich auch hier, wo finden wir es? Ach hier, Mega-Turbo mit dem Mega-Turbo eben eine Energie noch extra im Zug da anlegen und dann hat man direkt ein kampffähiges Mega-Ordoch-EX mit schönen 220 KP, also hält auch einiges aus und hat eine Kampfschwäche. Leider aber momentan werden, glaube ich, nicht so viele Kampfdecks gespielt, außer vielleicht hier Zygarde-EX oder mit Mega-Lucarius. Aber na, da müssen wir auf jeden Fall klarkommen. Ansonsten Shamans einfach nur, um den Kartor zu haben. Großartige Karte, kann man relativ angenehm danach suchen und wenn man irgendwie die Hand dezimiert hat, eben mit hier Hyperbällen oder ähnlichen, dann kann man direkt Karten nachziehen. Also super, super gute Karte, einfach um eine bessere Konsistenz in das Deck reinzubringen. Dann zwei relativ selten gesehene Pokémon. Einmal hier Absol, habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, aber ich habe das Deck ein paar Mal gespielt und es ist wirklich unglaublich gut, eben dadurch, dass man mit dem Mega-Ordoch so kleinere Schadenspunkte auf die Bank verteilen kann. Manchmal möchte man lieber die 30 Schadenspunkte woanders drauf haben, um einen KO landen zu können und eben mit Absol kann man da so ein bisschen tricksen, sag ich mal. Sobald man es auf die Bank drauflegt, kann man drei Schadenspunkte von einem Pokémon auf ein anderes verlegen und so vielleicht einen wichtigen Kill abstauben und dann gewinnen. Schönes Pokémon, wird nie im Leben angreifen, wenn wir keine Unlichtenergie spielen. Wir spielen es halt wirklich nur für diese Fähigkeit, aber oh Gott, eine Karte kann man da entbehren. Kobalium sozusagen als alternative Win-Condition. Wenn alles schief geht, kann man mit dem Rachestoß auf jeden Fall ziemlich viel Schaden anrichten, wenn der Gegner irgendwie vier Karten gezogen hat, also Preiskarten, dann macht das Ding hier schon 150 Schaden. Das ist ziemlich stark und man braucht theoretisch nur zwei Stahlenergien dafür, also relativ einfach zu spielen und eine alternative Win-Condition, wenn wir irgendwie gelockt sind oder wenn wir irgendwie mit EX-Pokémon nicht angreifen können, gibt ja einige Pokémon, die so den Schaden komplett negieren. Ein Pokémon, ebenfalls relativ selten gesehen, Magearna EX ist in diesem Deck ziemlich praktisch, weil sobald wir irgendwo eine Stahlenergie anlegen, wie zum Beispiel unser Mega-Ordoch, weil es sich einfach super krass anbietet, triggert die Fähigkeit Geheimnisvolles Herz und das verhindert alle Effekte von gegnerischen Angriffen, außer Schaden bei eben Pokémon, wo eine Stahlenergie dranhängt. Das kann wichtig sein, weil sowas wie Mega Shirox uns zum Beispiel sehr, sehr nerven kann, wird unsere Doppel-Farblos-Energie entfernen können, sobald er uns angreift. Aber wenn Magearna bei uns auf der Bank drauf ist, dann
können wir diesen Effekt negieren und es gibt viele andere Sachen, die uns ein bisschen nerven können. Also Ragey Eyes, das macht ja, sobald es uns angreift, dass EX-Pokémon keinen Schaden mehr anrichten können und so können wir das Ganze so ein bisschen umschiffen. Also wirklich sehr, sehr schönes Pokémon in Kombination mit dem Rest. Man spielt es halt nur einmal, weil man will es eigentlich nur für die eine Fähigkeit haben. Hooper einfach auch nur für die Konsistenz. Sobald man es auf die Bank drauflegt, kann man sich 3 EX-Pokémon suchen und dann hat man eben die Auswahl, eben um Ordochs wieder online zu bekommen. Man kann sich das Shaymin suchen, Magearna für den Fall, dass man es für den Gegner braucht. Also wie gesagt, alles eine sehr, sehr schöne, konsistente Truppe. Der Rest, was die Karten angeht, ist, glaube ich, relativer Standard. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas sehr Besonderes erklären muss. Also Trainerpost zum Beispiel 4-mal, um einfach diese Konsistenz zu erreichen, dass man eben die Karten auf der Hand hat, die man wirklich braucht. Flordelis, großartige Karte. Gerade wenn man auf die Bank ein paar Schadenspunkte verteilt, kann man diese Pokémon dann nach vorne ziehen und dann, wenn sie halt ein bisschen bulkier sind, eben mit der normalen Attacke dann rausnehmen, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir einmal 50 Schadenspunkte verteilt haben und dann das Pokémon hat 160 oder so, dann kann man es halt mit der Magie Symphonie rausnehmen und vielleicht das Pokémon, das vorher drin war, mit den 50 Schadenspunkten dann auch rausnehmen und ja, so schön ein Doppel-KO landen. Großartige Karte, Flordelis, einfach immer gut zu spielen. Hexe, um einfach in einigen Matchups die Fähigkeiten abzuschalten, habe ich ja gerade erklärt, ungefähr das, was Magearna auch macht. N einfach für Kato, Pokémon Ranger eben dasselbe, wenn wir gegen Ragey Eyes oder ähnliches kämpfen, um da einen wichtigen Kill zu landen. Pokémon Center Lady, ist eine Sache, könnte man rausnehmen, aber es geht halt darum, dass wir jede Runde wirklich einen Trainer spielen, um eben den Zusatzschadenseffekt von Magische Symphonie zu triggern und manchmal will man halt nicht irgendwas verschwenden, also Flordelis bietet sich nicht immer an, N oder hier Professor Plantan bietet sich manchmal nicht an und Pokémon Center Lady geht einfach immer. Es ist Pokémon Center Dabe, tut mir leid. Geht einfach immer, man kann das Ordoch wieder ein bisschen fitter bekommen, also im Grunde verliert man dann nichts und wenn man sonst keine andere Option hat, dann kann man das gut und gerne nutzen. Parallelstadt, ebenfalls eine gute Karte, weil dieser Effekt, der untere Effekt, betrifft uns nicht, also Pflanzen, Feuer und Wasser-Pokémon machen weniger Schaden, wir spielen keinen davon und wir können auf der anderen Seite die Bank des Gegners so ein bisschen verkleinern, was in einigen Matchups sehr, sehr wichtig ist. Also, wenn ich drüber nachdenke, Quajutsus können nerven. Giratina? Nein, Rayquaza. Mega Rayquaza braucht auch eine große Bank. Insofern können wir so ein bisschen das Schadenspotenzial direkt runtersenken. Insofern auch eine schöne Karte. Leichtstein weiß man ja, wenn man Hooper spielt oder allgemein Pokémon, die man eigentlich nicht vorne haben will, weil Hooper zurückzuziehen kostet sehr, sehr, sehr viel Energie. Angreifen können wir damit nicht, weil wir keine Psychoenergien spielen, insofern ein gutes Ziel für den Leichtstein, dasselbe hier auch für den Shaymin. Wir wollen einfach hier unser Mega-Ordoch oder vielleicht unser Kobalium vorne haben. Absolut Magearna wollen wir natürlich auch nicht vorne haben, aber da haben wir immerhin den Vorteil, dass die Rückzugskosten nur 1 betragen, insofern kann man das nur einigermaßen gut verkraften. Und ja, so sieht diese Ordoch-Variante aus, die ich mir hier zusammengebaut habe. Wird natürlich nicht das neue Meta sein, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren, gerade eine Deckliste von einem Profi kopieren, einfach nur um das Gefühl zu bekommen, wie man denn sowas am besten zusammenstellt. Und Ordoch finde ich eigentlich ziemlich süß vom Artwork, insofern habe ich mich gefreut, das mal einzusetzen. Und damit hier auch spannende Kämpfe entstehen, würde ich sagen, dass wir uns in ein Turnier stürzen. Das hat ja 3 Runden maximal, das heißt, das sollte genug Gelegenheiten geben, das Deck so ein bisschen zu featuren, dass man sieht, wie es denn funktioniert. Und ich glaube, da werden die Leute auch ein bisschen tryhardiger sein. Das heißt, wir werden es nicht ganz so einfach haben. Aber ich laber hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon TCG Online Battle zu sehen. Und genau das sollt ihr bekommen. Deswegen viel Spaß dabei. So, der erste Turnierkampf geht los gegen Diancie Faye. Sieht so ein bisschen aus wie ich, ein bisschen hübscher, deswegen ist mein Ausdruck auch traurig. Ich werde niemals ihre Schönheit erreichen. Wir wählen einfach mal Kopf, weil dann wird das Glück doppelt so groß sein, wenn wir anfangen können und noch das Finks sehen, das super süße Finks. Aber der Gegner darf leider entscheiden, wer anfängt. Höchstwahrscheinlich sie, weil in 90% der Fällen ist es besser, selber anzufangen. Außer bei ganz speziellen Decks. Leider haben wir kein Pokémon gezogen auf unserer Hand, aber der Gegner auch nicht. Mal gucken, was sie so hat. Feuer und Stahl. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Meta-Deck ist oder nicht. Komm, gib mir ein Ordoch und ein Double Colorless. Kein Ordoch und keine Double Colorless. Aber der Gegner auch nicht. Sehr gut. Das heißt, wir verlieren gar nicht mal so viel. Ich habe keine Ahnung, was der Gegner so spielt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der schöne Hüllen unter Umständen. Ein erfahrener Spieler. Denn erfahrene Spieler haben coolen Stuff für ihre Karten. Okay, Audino und eine Double Colorless sogar. Das ist ziemlich cool.
Ja, leider haben wir gerade den Team Flair-Rüpel gesehen beim Gegner, was unter Umständen ein bisschen nervig ist, aber ja, da werden wir schon irgendwie drum rumspielen können. Magerna haben wir ebenfalls auf der Hand, was Schönes, könnte ja relevant sein, je nachdem, was der Gegner für ein Deck spielt. Und sein Lied ist ein Fiaro. Stimmt das mit einem Orkanschwingen? Wenn das auf der Starthand ist, kann es direkt gespielt werden. Und Aero Blitz zieht den einfach 1000 Karten, was ist das? Silenzium Labor, haben keine Fähigkeiten. Was ist das für eine Karte? Habe ich noch nie gesehen? Super seltsam, ja. Aber passt, wir haben einen guten Start. Wir haben hier nämlich eine Double Colorless, was schön ist. Und wir können uns erstmal einen Hooper ranziehen und erstmal drei EX holen. Davon einen Shaman höchstwahrscheinlich. Wenn sie nicht gerade gepriced sind, deswegen. Ich glaube, ich kann hier die zwei Supporter abwerfen. Die brauche ich momentan nicht, deswegen, was haben wir alles? Sehr schön, beide Shamans drin. Hooper auch noch, das heißt, eigentlich nichts Wichtiges gepriced, was Pokémon angeht. Deswegen, ja, holen wir uns mal die ganze Rasselbande ran. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich habe es gerade vorgelesen. Das Stadion negiert die Fähigkeiten. Ich habe es gerade gelesen und schon verdrängt. Ja, blöd. Holen wir erstmal das Riolu ran, bevor der Gegner sich einfach mit dem Fiaro einfach 10.000 Karten ranzieht und macht ein bisschen Schaden. Wieso muss das in der ersten Runde passieren? Direkt so ein grober Missplay. Ich habe die Karte kurz vorher gelesen, aber nicht realisiert, dass natürlich Hooper und Shame und so weiter nicht funktionieren. Ja, Team Flair-Rübel auch noch. Ja, nicht der beste Auftakt. Vor allen Dingen, wir haben nur eine Karte auf der Hand und jetzt müssen wir hoffen, dass der Gegner entweder End spielt oder dass wir irgendwie einen Draw-Support topdecken. Das ist okay. Nochmal ein bisschen dem Losschen kommen. Und der Gegner hat scheinbar keine Energie auf der Hand. Also unter Umständen ist er genauso schlecht dran wie wir gerade. Und wir haben die Parallelstadt, das ist perfekt, weil dann können wir sein Stadion wegmachen und dann auch was mit Shamans anfangen. Leider ist AZ nicht mehr legal im Standard. Das wäre eine ziemlich gute Karte. Wir könnten Hooper wieder auf die Hand nehmen und dann nach Shaman und so weiter Ausschau halten. So, erstmal das hier. Wir machen erstmal die Trainerpass. Mal gucken, was für Optionen wir haben. Leider habe ich gerade gesehen, dass er sich den Team Flair-Rüpel wieder auf die Hand genommen hat. Das heißt, wenn wir Energien ausrüsten, wird das Ganze ein bisschen langsam sein. Ich glaube, ich will den Hyperball tatsächlich. Einfach, damit wir die Möglichkeit haben, Shaman nochmal zu holen. Das Problem ist, ich will nicht unbedingt was abwerfen. Aber muss ich, glaube ich. Ich glaube, das Beste ist wirklich hier Shaman ranzuholen und einfach auf mehr Karten zurückzugreifen. Energie will ich, glaube ich, auf jeden Fall behalten. Ja. Ja, ich muss das spielen. Ich muss den Gegner dazu zwingen, Team Flair-Rüpel zu spielen, weil scheinbar ist der auch genauso stuck wie ich. Und wenn er die ganze Zeit keinen Draw-Support spielen kann, dann umso besser. In der nächsten Runde kann ich mir dann Shaman suchen. Ich habe Professor Plantan, das heißt, wir sollten Karten ziehen. Ah, leider eine Energie, das heißt, er kann sich zurückziehen. Blöd, ein bisschen blöd. Ich habe gehofft, dass der vielleicht, ja, Team Flair nervt. Aber, wie gesagt, super gut. Der Gegner kann ja keinen Draw-Support dann spielen. Hat natürlich den Aero-Blitz, was ihn natürlich das holt, was er braucht. Aber vielleicht haben wir Glück und wir ziehen ein N nach. Das wäre super perfekt, weil wir dann die Karten, die er sich jetzt gleich raussucht, direkt wieder ins Deck mischen können. Der zieht dann natürlich wieder 6 Karten. Insofern hat er eine hohe Chance, dass er dann besser dasteht als jetzt. Aber ja, immerhin haben wir uns einigermaßen gefangen nach der super schlechten ersten Runde. Und schauen wir mal, wie wir das Optimum aus dieser Runde rausholen. Ich will, glaube ich, auf jeden Fall Hyperballen. Ja doch, wenn ich die Double Colors equippe und den Hyperball spiele, dann können wir ohne Verluste Professor Plantan spielen. Deswegen spielen wir Hyperball, Kobalion und die Stahlenergie. Kann ich entbehren, Kobalion brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Und Stahlenergie im Friedhof ist ganz gut, wenn wir Mega-Turbo spielen. Und wir holen uns ein Ohrdoch-Mega, glaube ich, an dieser Stelle. Shaman wäre auch optimal gewesen, aber so haben wir dann immerhin unser Mega-Pokémon schon mal. Equippen das und vielleicht haben wir Glück und ziehen tatsächlich einen Mega-Turbo. Das wäre natürlich super schön, aber erstmal 7 neue Karten, das ist wundervoll. Und das ist okay. Wir haben noch ein Ohrdoch gezogen, ein Geistesbund. Ein Mega-Turbo wäre einfach super nice. Das würde mich sehr, sehr freuen. Deswegen spielen wir einfach die Trainerpost. Und sehen kein Mega-Turbo, aber ein Geistesbund und ein Kampfwander. Ich glaube, mit dem Kampfwander kann ich auf jeden Fall das meiste machen, für den Fall, dass wir noch mehr Karten nachziehen wollen. Aber wir haben noch eine zweite Trainerpost, vielleicht damit ein bisschen mehr Glück. Megaturbo? Kein Megaturbo. Ein N und noch ein Geistesbund. Immer diese Geistesbunde. Wir nehmen einfach den N. Passt. Wenn der Gegner Karten nachzieht mit seinem Aero-Blitz oder wie es heißt, mit Fiaro, dann ist N, glaube ich, ganz praktisch. Spielen wir Shaman für 2 Karten. Ich sag ja, Megaturbo wäre einfach so gut.
Ich will es haben. Ich probiere es einfach mal. High Risk, High Reward. Oder High Risk und kein Reward. Wir machen es einfach. Komm. Ja, zwei Karten. Bitte, bitte, bitte. Bitte was Gutes. Leider kein Megaturbo, aber schon mal ein Fluchtseil. Damit kann ich arbeiten. Leider eine Nullrunde, was Schaden angeht. Also, naja. Aber das passt. Das passt schon. Stimmt, es gibt noch Mega Fiaro. Was macht denn das? Ultra viel Schaden. Aber wir tanken das. Wir sind relativ bulky. Ah, jetzt zieht der Gegner Karten. Ach. Das heißt, der ist auch ziemlich gut im Spiel mit dabei. Weil ich nicht ganz verstehe, wieso er die Stahlenergie auf Fiaro equipped hat. Wobei, natürlich für das normale Fiaro. Für Aero Blitz. 170 ist leider auch keine gute Zahl, weil wenn wir dann mit Mega-Ohr doch angreifen und 110 Schaden machen, wenn ich dann irgendwann das Fiaro auf die Bank packe, dann kann ich mit dem Zusatzschadeneffekt nicht das Fiaro besiegen, weil es nur 50 sind, aber das passt schon. Wir haben N. Also N ist hier wirklich eine großartige Karte, weil die Karten, die er sich jetzt aus dem Deck raussortiert, kann ich ihn direkt wieder ins Deck reinmischen. Insofern eigentlich gar nicht mal so schlecht und wir haben auf jeden Fall jetzt gleich das Potenzial, mit dem Ohr Schaden zu machen. Wir haben sogar eine Metallenergie, also Stahlenergie, was sehr, sehr gut ist, weil da müssen wir die Double Colorless nicht irgendwie wasten. Will ich noch irgendwas aus dem Friedhof draus nehmen oder will ich den N einfach spielen? Ich glaube, N lohnt sich hier mehr. Ich probiere mir gerade so ein bisschen Überblick zu verschaffen, was alles im Friedhof ist. Ich glaube, N ist in jedem Fall das Beste, weil der Gegner verliert Karten, verliert die Karten, die er sich gerade gezogen hat. Wir verlieren leider unsere Double Colorless, also was ist verlieren? Wir mischen die wieder ins Deck. Aber das ist okay. Wir haben ein Mega-Ohr doch schon mal angriffsbereit und mehr wünsche ich mir gar nicht. Wir haben Parallelstadt, um die nervige Karte vom Gegner wegzumachen. Die Frage ist, will ich das Ohrdorf spielen oder will ich mir den einen Bankslot noch frei halten, für den Fall, dass ich Shaman oder was ähnliches spielen will? Magische Symphonie, 110. Ich kann leider das Lucario im Hintergrund auf der Bank nicht plätten. 170. Ja, aber hier anzugreifen ist, glaube ich, das Beste. Deswegen, einen Trainer habe ich gespielt. Ja, ich habe N gespielt. Insofern kann ich auch die 50 extra Schaden nehmen. Magische Symphonie und probiere mir einfach das Lucario im Hintergrund so früh wie möglich rauszunehmen. Ein Problem könnte halt sein, dass der Gegner eine Feuerenergie zieht und uns dann leider rausnehmen kann. Also das Ohrdoch, das Mega-Ohrdoch rausnehmen kann. Aber ich habe ja noch Fluchtseile, das heißt, ich kann irgendwas nach vorne ziehen, was nicht wirklich offensiv ist. Müssen wir mal schauen. Vielleicht zieht er auch keine Flordelis. Das ist okay. Aeroblitz, gut. Keine Feuerenergie, scheinbar. Insofern alles gut, alles gut. Wir haben Fluchtseile. Und, nee, das ist blöd. Wir können das Fiaro nicht besiegen, wenn es auf der Bank ist. Dadurch, dass es 170 ist und nicht 160, deswegen, knapp, knapp. Aber vielleicht ziehen wir einen Absol oder so. Das wäre vielleicht ganz gut, aber müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Wir werden auf jeden Fall gleich wieder einspielen, um die Karten, die er sich gerade gezogen hat, wieder ins Deck zu mischen. Flordelis. Das ist, glaube ich, ganz gut, was wir hier machen können. Ich glaube, das Beste ist tatsächlich, wenn ich ein Fluchtseil spiele und dann mit Flordelis das Fiaro nach vorne ziehe und dann das direkt rausnehmen kann. Weil dann ist schon mal ein Riesen-Threat weg. Natürlich, N haben wir dann nicht mehr gespielt. Das heißt, er kann die Karten nutzen, die er sich gerade gezogen hat. Aber ich glaube, das wird das Beste sein. Wir können direkt zwei Pokémon besiegen. Und zwar das Fiaro und das Lucario. Und wenn er nur ein Lucario gerade da hat und vielleicht hat er nichts Besseres, dann sollte das eigentlich der beste Zug sein. Wir ziehen auf jeden Fall zwei Karten. Bisschen schade, dass wir keine Energie gezogen haben für das Ohrdoch auf der Bank. Aber ja, was Besseres kann ich nicht machen, deswegen holen wir das Optimum raus und vielleicht hat der Gegner einfach keine Offensive mehr auf der Bank. Aber wenn er sich schon zwei Karten raussuchen kann mit dem Aero-Blitz, dann glaube ich das eigentlich kaum. Mal schauen, was ziehen wir? Mega-Turbo, das ist okay. Und ein Mega-Ohrdoch, sehr gut, dann müssen wir gar nicht den Hyperball gleich nutzen, um das Ohrdoch auf der Bank zum Mega-Ohrdoch zu machen. Ja. Aber trotzdem, Lucario dürfen wir nicht unterschätzen. Das kann eigentlich mit seinen Angriffen auch ziemlich viel Schaden drücken. Top-Beleber, okay. Nicht die beste Karte, aber sei es drum. Vetternhilfe? Wieso will er sich Sachen aus dem Friedhof holen? Das bringt ihm doch gar nicht so viel. Ja, holen wir uns das Kobalium. Mehr Karten auf der Hand zu haben ist immer gut, weil dann können wir mit dem Hyperball einfach mit weniger Verlusten Sachen raussuchen.
Es ist ein reines Lucario-Deck und Fiaro ist auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Combo hat, die ich jetzt nicht einsehen kann, weil Fiaro ist eigentlich ziemlich gut, gezielt Karten rauszusuchen. Also natürlich ist der Hauptgrund, Fiaro zu spielen, aber... Ja, solange der Gegner kein Kampf-Pokémon ist, passt schon, weil wir haben mit Mega Urdoch eine Kampfschwäche, was ein bisschen blöd ist, aber Stahl kommen wir drauf klar. Solange wir überleben, ist alles gut. So, wir können gleich das Mega Turbo spielen. Wenn wir irgendwie Glück haben und Karten nachziehen, dann könnten wir schon unser zweites Urdoch kampfbereit haben, wenn wir eine Doppelfarblos-Energie ziehen, wovon wir gar nicht mehr so viel übrig haben, aber trotzdem die Chance bleibt. Ich glaube, dass, ja, Trainerpost, erstmal gucken, was für Optionen wir haben. Hexe und Professor Plantan. Ich glaube, den Professor werde ich mir tatsächlich ziehen. Weil, sind wir ganz ehrlich, eigentlich stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Wir können das Lucario gleich one-hitten, das Riolu schon mal ein bisschen schädigen. Der Gegner hat nur 4 Karten auf der Hand, insofern werde ich das, glaube ich, riskieren. Ich lege das Ohr doch und spiele einfach den Professor. Ganz ehrlich, wir werfen da zwar super gute Karten ab. Fluchtseil könnte praktisch sein, Kampfhunter. Bei Kampfhunter wird mir einfach momentan relativ wenig bringen. Und so steigt die Chance, dass wir eine Doppelfarblos-Energie ziehen, weil ich glaube, in der nächsten Runde könnte unser Mega-Ohr doch besiegt werden. Mal gucken, was wir im Friedhof haben. Aber ja, Einzelkämpfer macht super viel Schaden. Das heißt, wenn der Gegner sein Riolu gleich entwickelt und noch eine Energie hat, dann wird das Mega-Odoch auf jeden Fall besiegt werden. Und ich muss jetzt mehr oder weniger safe spielen, gucken, dass ich das auf der Bank schnell kampfbereit bekomme. Deswegen, auch wenn es mir im Herzen leid tut, dass ich so viele gute Karten abwerfe, aber der Professor muss es machen. Der Professor muss richten, noch 10 Sekunden. Gib mir Energien oder irgendwas anderes Schönes. Das ist wunderschön. Eine Traumhand. Ja, ich glaube, das sollten wir tatsächlich im Sack haben, die erste Runde. Fing relativ problematisch an, aber ich glaube, der Gegner hatte echt viel Pech und wir tatsächlich am Anfang sehr viel Glück, dass wir direkt, nachdem wir nur noch eine Karte auf der Hand hatten, den Professor gezogen haben. Insofern ein bisschen lucky und... Ich glaube nicht, dass der Gegner jetzt irgendwas spielen kann, was uns absolut zerstört. Evo-Brause passt schon. Selbst wenn er eine Energie hat und unser Mega-Ohr doch rausnimmt. Wir haben ein zweites kampfbereit. Okay, der Gegner greift an. Das heißt, das war's. Die erste Runde siegreich absolviert. Gewonnen. Schön. Schön. Wir können gleich mal gucken, was der Gegner so alles im Deck hatte. Weil ich weiß nicht unbedingt, wie die Taktik genau funktionierte. Lucario ist zwar ein nettes Pokémon, aber wenn das nicht irgendwie mit irgendwelchen Tricks gespielt wird, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Seine Frontline besteht auf jeden Fall nur aus Fiaro und Lucario können natürlich Schaden drücken, aber naja, es gibt, glaube ich, Optimum. Ein Team Flare-Rüppel, wie viele Kampfhunter hat er? Weil das hätte unter Umständen auch genervt, wenn wir die ganze Zeit unsere Energien verloren hätten. Auch noch ein Kampfhunter. Schön, erster Kampf gewonnen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Das Schöne an so einem Turnier ist ja, dass die Gegner immer stärker werden, je weiter wir voranschreiten. Das heißt, es hat so einen schönen Spannungsaufbau tatsächlich. Ich hoffe, wir schaffen auch die zweite Runde, damit wir auf jeden Fall einen dritten Kampf machen können. Ich will, glaube ich, 3 Kämpfe pro Video ist, glaube ich, so das Optimum. Dann kann man schon sehen, wie das Deck funktioniert und gegen verschiedene Taktiken ankommen kann. Wir haben einen neuen Gegner, heißt Metroid Kane, mit einer Mega Lucario-Münze. Hoffentlich nicht dasselbe Deck wie gerade. Vielleicht ist das auch das neue Meta, Fiaro und Lucario. Das ist eine schöne Starthand. Wir haben Urdoch, wir haben eine Double Colorless, wir haben Mega Urdoch, einen Shaman. Also eigentlich besser kann es gar nicht laufen. Leider fangen wir nicht an. Unter Umständen haben wir dann Pech, wenn der Gegner ein End spielt. Das heißt, wir verlieren diese schöne Komposition. Ich bin dumm, wir fangen doch an. Hat der Gegner den Münzwurf gerade nicht gewonnen? Sieht man selten, dass man den Gegner wirklich anfangen lassen kann. Aber umso besser können wir hier erstmal alles drauf verquippen. Und ja, ich glaube, Shaman spielen ist jetzt das Beste. Vielleicht ziehen wir noch mehr schönen Kram. Es sind leider nur 2 Karten, die wir nachziehen, aber ich nehme es an, wenn wir irgendwie ein N haben oder so, oder... Das ist okay. Schon mal ein zweites Ohr doch. Leider keine Energien, aber da ist ein N. Sehr gut, das heißt, wir können vielleicht noch ein bisschen mehr spielen an dieser Stelle. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen, weil unter Umständen ist es besser, den Zug hier direkt zu beenden. Der Gegner hat ja scheinbar keine Basis-Pokémon, die er legen kann. Und selbst wenn der Gegner im nächsten Zug das Zora zu Zorak entwickelt, das hat, glaube ich, nur 100 KP, das heißt, sollte auch one-hitted werden. Und so haben wir auf jeden Fall eine Garantie, dass wir Urdoch nächste Runde Mega entwickeln können. Unter Umständen sind das die einzigen 2 Mega-Urdoch-Karten, die wir haben. Ich weiß ja nicht, was priced ist. Insofern Flordelis. Nervt zwar ein ganz kleines bisschen, ist aber, glaube ich, ziemlich gut, weil der Gegner dann halt kein Draw-Support spielen kann. Das heißt, jetzt müssen wir es schaffen, eine Energie und einen Leichtstein oder ein Fluchtseil zu ziehen. Dann haben wir gewonnen. Das ist krass.
das ist krass. Das ist auf jeden Fall erstmal das Ohr doch entwickeln. Dann mit dem Hyperball einen Shaman suchen, damit wir noch mehr Karten ziehen. Ich glaube, die Hexe und ich glaube, ich muss wirklich das Mega-Ohr doch abwerfen. Damit ich nicht irgendwie stuck bin. Bitte sag mir, dass ich Shamans habe. Habe ich Shamans? Da ist schon mal eins. Und kein Hooper. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Lucky. Ja, nehmen wir das Shaman, ziehen wir Karten. Wie gesagt, eine Energie und ein Fluchtseil oder ein Leichtstein, dann haben wir es gewonnen. Komm. Gib mir was Gutes. Eine Energie haben wir schon mal, aber kein Fluchtseil. Dafür aber ein Professor, was, glaube ich, ganz gut ist. N will ich, glaube ich, wirklich nicht spielen, weil der Gegner ist scheinbar optionslos an dieser Stelle. Insofern will ich ihm keine neuen Karten zuschieben. Ich spiele einfach den Hyperberg, glaube ich, werfe die zwei Ns ab, auch wenn es traurig ist, so viele gute Supporter abzuwerfen, aber ja, im Friedhof kann ich auch nicht spielen mit dem Kampfhunter. Ich sag jetzt Friedhof, obwohl es Ablagestapel ist. Friedhof ist halt der Magic-Begriff für diese Stelle. Ja, machen wir es einfach mal. Holen wir uns einfach nochmal ein Ohr doch, einfach nur, um sicher zu sein, dass wir ein offensives Potenzial auf der Bank haben. Und spielen dann den Professor und bitte Fluchtseil oder Leichtstein. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Nice, das ist die letzte Karte, die revealed worden ist. Das heißt, wir haben das tatsächlich gewonnen mit super viel Glück, beziehungsweise der Gegner hatte super viel Pech mal wieder, aber so ist das nun mal, so ist das manchmal. Wir können ja gleich mal sein Deck durchschauen, um zu gucken, ob das Potenzial hatte, gegen uns anzukommen. Ja, zweite Runde geschafft, yay! Wir freuen uns ein ganz kleines bisschen, auch wenn es traurig war, wie dieser zweite Kampf gelaufen ist für den Gegner, aber naja, das ist halt das Blöde bei Pokémon tatsächlich, dass man nicht manuell Mulligans nehmen kann, wenn die Handkarten einfach super schlecht sind am Anfang. Mal schauen, was er hatte. So, haben wir schon gesehen, Octillery, Cobalion, das ist ein Mega-Shirox-Deck, beziehungsweise Shiroxy-X, das ist super viable momentan, weil es einfach extrem gut gegen die ganzen Mega-Mewtwo's, Mega-Rayquaza-Decks ankommt, also eigentlich ziemlich gut im Meta hier Shirox, beziehungsweise eigentlich ist das Wichtige Mega-Shirox, weil es mit seinem Angriff Eisenbeißer Spezialenergien entfernen kann, was super stark ist, Stadium auch, was auch praktisch sein kann, also wirklich ein gutes Deck, auch gegen uns wäre es gut gewesen, weil wir auch Double Colorless spielen, der Rest des Decks sieht auch super viable aus, also es tut mir leid für den Gegner, leider am Anfang sehr viel Pech gehabt, aber kann man leider nichts machen. Schauen wir mal, was der dritte Kampf so bringen wird. Bis gleich. So, wir sind im großen Finale dieses Turniers und spielen gegen Pali 91. Mal schauen, welches Deck er uns hier entgegenwerfen kann. Ist auf jeden Fall ein großer Xerneas-Fan, wie es aussieht, hat die Münze, hat irgendwie die Deckbox. Vielleicht spielen wir auch gegen ein Xerneas-Deck, ist ja momentan auch ziemlich viable mit den ganzen Doppeltypen-Pokémon. Da kann man ziemlich viel Schaden drücken mit Regenbogenkraft oder wie die Attacke heißt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein ganz akzeptabler Anfang, wobei wir haben keinen Draw-Support, insofern gar nicht mal so gut. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück und ziehen was mit der Trainerpost. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer anfängt, also unter Umständen ziehen wir auch eine Zusatzkarte. Oder der Gegner spielt N. Dann könnte das auch ganz gut für uns sein. So. Klatschen wir noch das Audino auf die Bank. Ordo heißt es, tut mir leid. Ich finde, Audino klingt wesentlich besser als Ordoch. Wesentlich süßer, finde ich, ist der bessere Name. Und es ist wirklich ein Xerneas-Deck. Da sieht man momentan wirklich sehr, sehr stark dadurch, dass es in dem neuen Format mehrere Doppeltypen-Pokémon gibt. Und Xerneas macht ja mehr Schaden, je mehr Typen auf der Bank vorhanden sind. Und ja, das kann sehr schnell ausarten sein. Gerade wenn man keine EX-Pokémon spielt, dann zieht der Gegner auch nicht so viele Preiskarten. Insofern, ja, ein starker Gegner tatsächlich. Freut mich, weil dann wird es auch ein bisschen spannender. Und er ist scheinbar auch in der ersten Runde nicht ganz so stuck wie unsere letzten beiden Gegner. Beziehungsweise mit dem ersten Gegner ging es ja ganz gut mit seinem Fiarolid. Aber ja, hier sieht man das Deck super viable mit Shamans. Insofern ein starkes Deck und ein starker Gegner. Unter Umständen hat direkt auch schon das Stadion draußen, aber hat er schon irgendwie einen Draw-Spot gespielt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube noch nicht. Ein N wäre super, weil dann ziehe ich auch Karten nach. Und ich glaube, das könnte mir sehr helfen, weil das, was ich momentan habe, ist nicht ganz so stark. Und wir dürfen das Xerneas nicht irgendwie setupen lassen, sonst kann es... Es kann zwar unser Mega-Ohr doch nicht one-hitten, glaube ich, außer... Also momentan nicht, aber wenn er irgendwie Kampfgeistgürtel hat und dann irgendwie noch mehr Pokémon auf die Bank legt, wer weiß, was passiert. Du hast nur zwei Karten, worüber denkst du nach? So viele Optionen kann es doch nicht geben. Ach, der sucht gerade nach irgendwelchen Karten. Das habe ich gerade irgendwie verpasst. Ja, die Bank füllt sich. Wie viel Schaden macht das? 30 pro Typ. Also das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 3. 180, 190 Schaden momentan. Das heißt, immer noch kein One-Hit-Range für Mega-Ordoch. Sofern wir einen Mega-Ordoch überhaupt bekommen. Okay. Ende ist schon mal gut.
aber hilft mir leider auch nicht so sehr aus. Mal gucken, vielleicht kann die Trainerposten ein bisschen aushelfen. Ja, das ist eigentlich keine so gute Hand. Wo sind meine Energien? Wo sind meine Energien? Zieh mir eine Energie? Nein. Aber schon mal ein Geistesbund. Das heißt, wir können unser Ohr doch schon mal entwickeln, was ganz nett ist tatsächlich, weil, wie gesagt, schadenstechnisch müssen wir da ein bisschen aufpassen. Weil ich bin dumm, wir können in dieser Runde gar nicht entwickeln, weil es noch die erste ist. Ja, suchen wir uns einfach mal ein paar Karten. Ich glaube, ein Shaman oder ein Hooper ist jetzt, glaube ich, das Beste. Hexe und Schwester Joy brauche ich momentan nicht, deswegen haben wir Hooper diesmal oder ist es auch Priced? Alter, wir haben... Okay, das ist ein Shaman und ein Ordoch ist gepriced, beziehungsweise zwei Ordochs sind gepriced. Füllen wir erstmal unsere Bank auf. Mit... Shaman will ich auf jeden Fall haben. Ich glaube, ein Ordoch werde ich mir noch nehmen, damit ich da sicher bin. Die Frage ist, will ich Magearna oder will ich noch einen Mega-Ordoch haben? Wobei, ich bin ziemlich sicher, dass ich gleich N einsetzen werde, deswegen Magearna ist da, glaube ich, besser. Dann füllen wir schon mal unsere Bank und müssen nicht irgendwie was noch reinmischen in unser Deck. Ja, das ist das Beste, was ich machen kann. Leider ein bisschen gemisplayed mit dem Geistesbund, weil das Xehanas uns one-hitten kann. Außer wir haben Glück und ziehen vielleicht ein Stadion. Das wäre natürlich super. Aber, naja, müssen wir schauen. Ja, ziehen wir erstmal Karten mit Shaman. Wir haben zweimal Optionen, hier ein Stadion zu ziehen. Davon haben wir auch nicht ganz so wenige in unserem Deck. Und leider kein Stadion, dafür aber den Professor. Professor spielen oder N spielen? Ich glaube, N ist sicherer, weil ich will... Die Sachen kann ich hier ganz gut gebrauchen, tatsächlich. Deswegen, die muss ich nicht unbedingt abwerfen. Wir haben Schaden gezogen. Perfekt, perfekt, perfekt. Damit können wir das Schadenspotenzial des Gegners schon mal extrem runtersenken, weil wir können ihn zwingen, dass er nur drei Pokémon auf der Bank haben kann, was wirklich sehr, sehr praktisch ist gegen dieses Deckformat. Weil je weniger Sachen er auf der Bank hat, desto weniger Schaden wird er auch mit Xehanas machen. Das ist perfekt. Das war ein guter Zug. Wir haben zwar immer noch keine Energie. Wieso haben wir keine Energien? Was ist da los? Also insofern Glück im Unglück. So, werf erstmal bitte drei Karten ab. Danke. Also nicht abwerfen, aber drei Sachen von der Bank entfernen. Das heißt, noch leben wir ein paar Runden mit unseren kleinen Süßen. Oh doch. Ich wollte schon wieder Audino sagen. Audino ist einfach so ein guter Name. Es sieht aus wie ein kleiner süßer Dinosaurier. Es hat... große Ohren, womit es gut hören kann, audiotechnisch. Insofern, ja. Kann ich noch was machen? Ja, Geistesbund equippen. Aber ansonsten keine Option mehr. Wir könnten Pokémon suchen mit dem Hyperball, aber ja, das bringt jetzt nichts, weil wir sowieso nichts mega entwickeln können. Insofern, weiter geht's. Mal gucken, was für eine Antwort der Gegner dann parat hat. Kann natürlich wieder sein Stadion spielen, aber sofern er die Bank nicht wieder so krass füllen kann wie gerade, ist das alles okay. Schadenstechnisch steht er noch ganz okay da, trotzdem überleben wir, das ist das Wichtigste. Aber wenn wir keine Energien ziehen, das ist momentan die Sorge, die ich hier hauptsächlich habe. Aber wir haben Plantan und wir haben einen N, das heißt, wir sollten schon Optionen haben, da ein bisschen was nachzuziehen. Und ja, wie viel Schaden würde er momentan mit seinen Xehanas machen? Er hat drei Pokémon auf der Bank, das sind 3x30, sind 90, plus die 10 in der Basis sind 100, plus den Kampfgeistgürtel sind 110. Das ist absolut vertretbar. Leider ein Two-Hit gegen unser Mega-Ordoch. So, was hat er abgeworfen? Ein Xehanas? Krass. Das ist okay. Je weniger Xehanas er hat, desto besser für uns. Ah, Cesorio. Ich wollte schon sagen, was kann er sich holen, was ihm hier hilft? Aber Cesorio ist natürlich perfekt in der Situation. Das heißt, wir sind bei 140 Schaden. Dadurch, dass Cesorio eben einen Doppeltypus hat. Aber es ist ja irrelevant. Es ist so oder so ein Two-Hit. Insofern stört uns das nicht extrem. Aber, wie ich sehe, immer noch keine Energien. Was will das Deck mir sagen? Du wirst niemals angreifen dürfen. Hier, wir werden sowieso den Professor gleich spielen. Das heißt, wir werfen hier einfach beide ab. Wir können die ja gleich mit den Kampfhunter zurückholen. Je nachdem, wofür ich mich entscheide. Aber ich glaube, zu 90% werde ich Professor nehmen. Wir holen uns das Mega-Ordoch, damit wir schon mal das auf der Bank entwickeln können. Weil, seien wir ganz ehrlich, das auf dem Kampffeld wird gleich untergehen. So leid es mir tut. Aber da hatte ich einfach keine anderen Optionen. N oder Professor? Eigentlich Professor, weil, ich meine, der Gegner hat nur zwei Handkarten. Ich will ihm nicht unbedingt helfen und mit Mega-Turbo kann ich momentan sowieso nichts anfangen. Insofern ist das auf jeden Fall der bessere Deal. Vielleicht hat der Gegner auch keine Option, neue Karten nachzusehen. Mal gucken, was uns der Professor gibt. Eine Energie, zwei Energien. Das ist ziemlich gut. Also eine Double Colorless ist schon mal ein guter Start in den Tag. Das heißt, in der nächsten Runde können wir tatsächlich anfangen, Schaden zu drücken. Wir haben noch einen zweiten Geistesbund. Und ansonsten können wir leider nichts machen. Außer unser eines Ordoch untergehen zu lassen. Der Gegner kann dann zwei Karten ziehen, was ihm unter Umständen hilft. Aber trotzdem ist das, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Immerhin
können wir gleich in die Offensive gehen, außer der Gegner spielt ein N und ich ziehe einfach nur Grütze nach, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Sehen wir einen Draw-Support? Tun wir nicht, der Gegner greift an, perfekt. Nimmt zwar natürlich unser Order raus und kann zwei Karten ziehen, aber trotzdem sehen wir, der Gegner ein bisschen optionslos und kann vor allen Dingen auch nicht unser Stadion entfernen. Das bedeutet, dass wir endlich in die Offensive gehen können. Natürlich, das Xenas wird nicht ge-one-hitted, aber immerhin können wir ein Pokémon von der Bank des Gegners schon mal entfernen. Insofern, ja, ich werde gleich hier nochmal den Professor spielen. Ich habe ansonsten keine wirklich guten Optionen. Und ich kann vor allen Dingen meine Hand komplett dezimieren. Insofern verliere ich da nicht zu viel. Was können wir uns noch holen? Ja, komm. Oder will ich das Kobaldion lieber als zweite Win-Condition, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, ich nehme es einfach, weil ich meine, ich habe ein Ordoch noch auf der Bank, ein Ordoch ist gerade auf dem Kampffeld, das heißt, einfach nur ein bisschen Diversität reinzubringen, holen wir uns das Kobalion. Das ist okay, damit kann ich arbeiten. Endlich kriegen wir unsere Doppel-Farblos-Energien. Unten will ich das Fluchtseil oder will ich den Leitstein? Mit dem Fluchtseil kann ich, glaube ich, ein paar lustige Tricks machen, indem ich irgendwelche nutzlosen Pokémon nach vorne ziehe, die der Gegner nicht zurückziehen kann und das Xenas vielleicht mit meiner Symphonie besiegen kann, also mit den 50 extra Schaden. Aber ja, das ist, glaube ich, das Optimum, was ich aus dem Zug rausholen konnte. Fangen wir an, erstmal ein bisschen Druck aufzubauen. Wir können das Mew schon mal rausnehmen, weil potenziell könnte es gefährlich sein und wir ziehen immerhin eine Karte. Und jedes Pokémon, das von der Bank des Gegners verschwindet, dezimiert ja auch den Angriff von Xenas. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Gegner das mit Leichtigkeit aufhält. Ja, da ist zum Beispiel ein Rokara. Moment, ist es das nervige Rokara, das... Nee, okay. Energiehüter als Fähigkeit, absolut okay. Bodyguard würde ein bisschen nerviger sein, weil es eben Schaden von EX-Pokémon aufhält. Wie viel KP hat das Tesoro? Das hat, glaube ich, nur... Genau, 100. Das heißt, eigentlich können wir gleich zwei Pokémon vom Gegner wieder rausnehmen, indem wir Flordelis einsetzen, das Tesoro nach vorne holen und dann direkt im Doppelangriff auch das Xenas besiegen. Das hat ja, glaube ich, 160 mit dem Kampfgeistgürtel, deswegen sollte das perfekt auskommen. Übersehe ich irgendwas? Hat es irgendwelche Fähigkeiten? Nein. Also im Grunde läuft es ziemlich gut, weil wir die Haupt-Damage-Dealer des Gegners jetzt rausnehmen und ich meine, mit seinen Vulpix und mit seinen Rokara wird er nicht allzu viel machen können. Verrechne ich mich jetzt irgendwie? Ich glaube nicht. Das sollte funktionieren. Xenas hat, ja, 120 plus die 40 vom Kampfgeistgürtel. Passt perfekt, wie die Faust aufs Auge. Deswegen, zack und zack. Außer ich habe mich jetzt irgendwo verrechnet, aber ich glaube nicht so. Und wie gesagt, der Gegner hat, glaube ich, keine gute Option, wieder irgendwie gut ins Spiel zu kommen, weil die Hauptdamage-Dealer sind im Xenas und Tesorium. Beide brauchen ein kurzes Setup. Und mit dem, was er momentan da hat, wird er das, glaube ich, nicht wirklich machen können. Er hat vier Karten und hat irgendwie die ganze Zeit keinen Draw-Support gezogen, was auch ganz gut ist. Insofern, ja, wir haben noch ein zweites Audino, das schon fast bereit ist. Und wir haben gewonnen. Der Gegner gibt auf. Das heißt, wir haben alle drei Kämpfe geschafft und können uns hier den maximalen Sieg abholen bei diesem Turnier, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ich glaube, ich konnte auch ziemlich gut zeigen, wie dieses Deck zu funktionieren hat. Ich bin allgemein total begeistert, dass wir in diesen Kampf nochmal zurückgekommen sind, weil der Anfang war schon richtig katastrophal eigentlich, dadurch, dass wir keine Energien gezogen haben. Und ja, aber ja, schauen wir uns mal an, was der Gegner so alles in seinem Deck drin hatte. Aber das sieht alles nach normalen Standard aus für das Xenas-Deck. Ja, sieht gut aus. Vier Xenase, mehr braucht man nicht. Alter, was ist das für ein Restladero? Wie lustig ist das denn? Plötzlicher Sturm. Ach, das ist das, was mich zwingt, Pokémon wieder zurückzuziehen. Also eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Restladero, lustiges Pokémon, lustiges Artwork, aber... Ja, freuen wir uns, dass wir diesen Kampf gewonnen haben und dadurch halt das ganze Turnier. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ich meine, die letzten Turniere sind ja abgestürzt zwischendurch. Insofern wird das der erste Sieg sein. Mal schauen, was wir bekommen. Ich bin gespannt. Alter, wir haben einfach 6 Booster bekommen. Das ist eigentlich ziemlich angenehm. Ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal bei den Leuten bedanken, die mir Karten zugesendet haben, beziehungsweise Kartencodes. Und zwar Jan Holtuis, Valentin94, Kevin New Cosplayer und Itza Prefix. Ich glaube, ich werde hier auch so ein Overlay einblenden, so eine Endcard, wo nochmal diese Leute erwähnt werden und vielleicht auch noch andere Videos verlinkt werden. Also könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr mehr von Pokémon TCG Online sehen wollt. Ich werde mal zusehen, dass ich mir wieder ein neues, frisches Deck zusammenbaue. Wenn ihr Kartencodes entbehren könnt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir diese zusenden könnt, aber wirklich nur, wenn ihr dadurch irgendwie keinen großen Nachteil erfahrt, weil mein Kartenpool ist momentan relativ gering, das heißt, wenn ich da mehr Optionen habe, umso besser. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.